Da sind nachher Boxen drin, ja. Und ich würde gerne die vier Kühe, die wir haben, alle zusammennehmen wollen. Werde aber nicht genug Zeug zum Reparieren haben, ne? Oder liegt hier noch was rum? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich alles weg. Ah, hier hinten haben wir noch ein bisschen was rumliegen, siehst du? Siehst du den Kaktus in der Wüste? Ja, ich weiß, ich bin zu schwer, aber dem können wir ja entgegenwirken. Wir waren ja heute noch nicht, ne? Willst du mit, Paula? Willst du mit? Auf dem Lokus. Herrgott, Paula. Was für eine Erleichterung. Sofort ist dein Mann leichter. Siehst du? Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Ich würde sagen, wir fangen mal hinten an. So. Dann hier. Wir haben garantiert nicht genug Bretter dafür, aber was wir haben, können wir ja schon mal reinstecken, ne? Da steht ein bisschen im Zaun drin, das Ganze, ne? Du brauchst neue Bretter. Natürlich brauchst du neue Bretter. Wer hätte es gedacht? Die sich den Stall klöppelt. Ja. Hatten wir jetzt hier in der Scheune noch welche? Wahrscheinlich nicht, ja. Hier waren keine mehr. Doch, hier waren noch welche. Drei Stück. Na, siehst du. Und hier sind auch noch welche. Zack, 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 zack. Wellblech brauchen wir dafür auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben unsere Kühe endlich einen vernünftigen Stall. Zack, zack, zack. Ja, es steht ein bisschen im Zaun drin, aber ich glaube, das fällt nicht auf. Oder nur bedingt. Dann werden wir wohl, so wie Lavisinchen gesagt hat, weil wir ja immer faul sind, werden wir wohl in die Stadt düsen müssen. Wie spät haben wir es? 16:22 Uhr, das wird zu spät. Das müssen wir morgen machen. Aber da kommt natürlich der Winter. Würde sie zum Winter hin ja tatsächlich gerne mal schon in den neuen Stall führen. Ja, guckst du, ne? Da guckst du, ne? Warte mal. Ach nee, wir haben ja keine Bretter. Jetzt hätte ich gerne das andere Tor auch schon reingemacht. Hier essen wir noch mal was. Ach, die Flaschen, warte. Die Flaschen. So. Ah, entferne die Asche. Ja, ich sammle die Asche. Das war natürlich nicht so schlau. 12 Stunden. Na gut, denn nicht. Die können hier rein. Die Eier können hier rein. Die leeren Flaschen können hier rein. Dann machen wir heute noch mal ein bisschen Hofarbeit. 4. 4. Dann brauchen wir noch vier, ne? Nee, 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 nee. Da musst du deine Nase rausnehmen. Da musst du deine Nase rausnehmen. Das geht so nicht. So, zack. Und zack. Flauschi hat alles leer gefressen, der arme Flauschi. Der hat die ganzen Äpfel aufgegessen. Zäh.
Gibt es keine Bretter, wenn man einen Baum fällt und dann mit der Säge? Ja, ich bin zu faul, Andreas. Das ist eine ganz klare Aussage. Wir gucken morgen mal in der Stadt, wie teuer das wird. Ansonsten müssen wir das selber machen. Aber ich finde das einfach zu teuer. So, Flauschi. Jetzt hast du wieder Futter. Ach komm. Komm, Leute. E. Und F. So, zweite Q. E. Und F. Wieso ist da kein Platz für das Tier? Da ist Platz für das Tier. Ach, denke ich, dann nehmt halt nicht. Knudo, einen wunderschönen guten Abend. Was ist das? Was war das gerade? Kriegstrauma. Herzlichen Glückwunsch. Sachen, die ich brauche. Lass mich in Ruhe. Tür zu. Das sind die Geister, die ich rief, oder? Alter, da ist wirklich jetzt? Ich gehe dem nicht hinterher. Nee, 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 nee. Ich habe Angst. Warum hat die Glocke geschlagen? Oh Gott. Ich hab voll Herzrasen gerade. Ja, moinsen. Schnee lässt grüßen. Glaub, du musst du sammeln. Nee, will ich nicht. Ich habe Angst vor Geistern, hallo? Habe ich Miri schon Hallo gesagt? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich veräppeln. Ich jag doch keine Geister. Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Schnaps, ne? Ach. So, die vier Flaschen sind auch fertig. Ich habt ihr jetzt wirklich, meintet ihr das echt? Ich soll dem hinterhergehen? Meintet ihr das jetzt wirklich? Lungenentzündung in 2 Tagen. Oh, diese Kopfschmerzen, laufende Nase, schmerzende Kehle. Ein wärmender Tee und etwas Schlaf in einem warmen Bett werden diesen Zustand überwinden. Wenn Kasimir die Erkältung zu lange ignoriert, erleidet er eine Lungenentzündung. Der arme Kasimir. Aber... Da muss er jetzt schon Tee trinken. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Zeug für Tee da habe, wenn ich nicht... Flauschi, warte mal, guck mal hier.
Guck mal hier. F. So. Diese hier machen wir mal so. Jetzt versuchen wir das nämlich noch einmal. E. Und F. Ja, Rinder. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier noch zwei Kühe rumrennen, die... Alter Schwede. Die keinen Platz haben. Eigentlich wollte ich in die Stadt, aber ich muss, glaube ich, hier mal heizen. Dem Gutsten etwas. Ach, jetzt habe ich hier wieder Asche, Herrgott. Ja, du kannst da was hinstellen. Hör auf damit. So, wir machen ein bisschen warm hier jetzt, damit der Gutste nicht friert. So. Die Destille machen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt gucken wir mal nach dem wärmenden Tee. Also wir haben auf jeden Fall hier, siehst du, einmal wärmender Tee. Der kommt jedes Mal 19 Uhr im November und gehörte zum Halloween-Event. Ja, deswegen feiere ich kein Halloween. Das ist genau der Grund. Was? Warum denn jetzt schon wieder hier? Du hast schon einen wärmenden Tee gekriegt, da ist Alkohol drinne. Herrgott. Wie viel mehr wärmenden Tee möchtest du denn noch haben? Setz dich hier auf dem Ofen und bleib hier sitzen. Jetzt wisst ihr, warum ich kein Halloween mag. Ich mag auch keine Geister. Er bringt dich zu einer Schatzkiste, aber er kommt ja nicht nochmal, ne? Wir haben Dezember. Jeden November. Und bis zum nächsten November habe ich das schon wieder vergessen, ne? Muss ich jetzt mal so zugeben. Wir sind im Übrigen schon 36 Jahre alt, ne? Können wir jetzt mit dem unterwegs sein oder eher nicht? Mit Frostködel. Sieht nicht so wirklich gut aus, ne? Was sagt ein Thermometer? Ich kann es nicht so genau erkennen, aber ich denke, es zeigt was? Wie viel an? Minus 4 Grad, das geht doch noch. Voll die Memme, ey. Wie viel sind es denn im Januar? Das waren noch Thermotassen. Der Tee vom letzten Jahr ist immer noch warm. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich möchte gerne in die Stadt. Ich möchte gerne Holz holen, ne? Oder gehen wir selber Holz kloppen? Habe ich hier? Habe ich die Axt hier? Ja, die habe ich hier drin. Auf 1, ne? Komm, wir versuchen es. Ist egal. Dann können wir ja gleich wieder rein. Guck mal, hier haben wir nämlich noch ein Bäumchen. Ich habe ein Déjà-vu, was Bäume betrifft in diesem Spiel. Nein, 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 nein! Kann ich gar nicht verstehen. Ich schon. Ja. Ich schon, liebe Manu. Ich schon.
habe in diesem Spiel schon sehr schlechte Erfahrungen mit Bäumen gemacht. Wo ist jetzt hier? Ich sehe die weißen Streifen nicht, doch da. Das war Kuhkarma. Ich habe gar nichts gemacht. Kuhkarma, das stimmt ja so gar nicht. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Säge, ne? Damit ich Bretter machen kann, ne? War das nicht so? Da ist die Säge. Ah. Kuhkarma. Ich klatsche dir gleich eine Kuhkarma. Tür wieder offen gelassen. Ja, hör zu. War das nicht jetzt mit der Säge so? Ja, ne? Zwei. Boah. Nicht die Manu hauen, ich hau die Manu nicht, keine Angst. 12 Bretter pro Baumstamm oder 10 Bretter pro. Okay. Der Schnee ist weiß, ne? Also noch überlebt er das Ganze. Wir machen mal auf den dritten Slot den Hammer. Uns wird ja wohl hier jetzt auf dem Hof keiner überfallen, dass wir jetzt die Waffe brauchen. Hm. Ich habe noch Holz gesehen. Ich habe noch Holz gesehen. Ich hab noch Holz gesehen. Aber er wird gleich wieder jappeln, dass er Hunger hat. Oha. Ja. Ich weiß, wir sind zu schwer. Wir schleppen uns jetzt mal dahin. Zack, zack, zack. Oh, oh. Zack. So, das war's am Brettern, ne? Der Rest, oder kommt die Tür dann später, wenn das Wellblech drauf ist? ...96 Wellblech. Na, die haben wir garantiert nicht hier, ne? Tab. Bestätigen. Dreh das Ganze doch bitte mal. So. Gibt es vielleicht Waldloot? Waldloot. Im Winter. Möglich ist es. Ein paar Bleche haben wir hier auf dem Hof rumliegen. Die habe ich gesehen. Hier zum Beispiel. Hallo Kuh. Aber es waren, glaube ich, hier sind auch noch welche. Guck. Hier. Das waren 10, aber die reichen nicht.
Aber versuchen können wir ja schon mal was da reinzukriegen, ne? Machen wir von drinnen. Kommen wir besser ran. Oder? Kommen wir da nicht ran? Doch, kommen wir. Das waren natürlich keine 96. Ich brauche ein paar Asbestplatten. Ein paar was? Also Wellbleche. Ja, aber mehr haben wir tatsächlich nicht, ne? Warte. Gucken wir hier nochmal rein, aber hier sind auch keine mehr. Okay. Brummi, einen wunderschönen guten Abend. Da sind vier Boxen drin, die haben Türen. Ach, die Boxen haben Türen. Okay, okay, okay. Deck doch bei Thaddäus das Dach ab. Bei seiner Größe merkt er das nicht so auf Teppiche. Das würde ich tatsächlich sogar machen. 15.21 Uhr. Kommen wir noch schnell genug in die Stadt, um Bleche zu holen? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen einmal kurz. Nicht schließen, sondern aufmachen. Wir gehen einmal kurz aufs Klo. Jetzt haben wir alles, was er hatte, ins Klo gedrückt. Jetzt müssen wir noch mal schnell essen und trinken, bevor wir abdüsen. Würde auf Eier gehen, damit er genug hat. Und noch eine Bämme. Zack. So. Trinken. Bist du der Brummi, der mich mal kontaktiert hatte? Wenn ich mal fragen darf. So, schnell in die Stadt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich könnte das Zeug tatsächlich oben bei der alten Kirche looten. Aber dadurch, dass der Bär da oben ist, möchte ich da ungern hingehen. Ich laufe hier mit dem Hammer in der Hand rum. Auch nicht schlecht. Weiß, dass ich da hätte ganz viel Zeug mir holen können. Und mit dem Priester wollten wir auch noch reden, ne? Der hatte ja auch noch was. Ach, das meintest du mit Loot im Wald. Ah. Oh, danke schön für dein Follow, Brummi. Dankeschön. Und herzlich willkommen hier. Meinst du, macht der nicht Winterschlaf? Na, das wäre ja ein Traum. Das wäre ja ein Traum. So, wir gehen mal hier von hinten durch die Brust ins Auge. Guck mal, der hat hier Wellblech. Jetzt will ich mal gucken, was das kostet, der ganze Kram. Handeln wir. Wellblech, 24 pro Blech. Ja, da werden wir arm. Mit den 30 Blechen kommen wir natürlich nicht weit. Gib mir her hier. Gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr. Ich brauche mehr. Ah, hast nichts mehr, ne? Okay. Genau die Art von Gast, die... Ja, willkommen. Hm, vergiss es. Keine Zeit hier. Dankeschön, Brummi. Ja, der andere, der bin ich. Hab ich doch... Ah, siehste? Es gibt Namen, die sind mir immer geläufig. Hab ich mir gedacht. War kurz am Überlegen, aber dann... Wir können ja, wir haben ja hinter unserem Haus auch noch Schrott, den wir noch verhökern können. Aber das ist ja nicht, das sind ja keine Wellbleche, ne? Sind bei den anderen Gehöften noch irgendwie Wellbleche, die man mitnehmen kann? Ich meine jetzt nicht im Wald, sondern... Boah, wie schnell die Nacht kommt!